So, das ist mein Schweizer Stuhl. Ich bin natürlich wieder barfuß unterwegs. Mit Schuhen funktioniert der Compiler nicht richtig. Der Helm ist auf, man weiß nie, was einem auf den Kopf fallen kann. Und die Sendung heißt C. T, der ist schon fertig. Kritik. Ja, und ich lese aus einer Computerzeitschrift vor, deshalb ist es die Sendung zum 17. März 2018. So, erstmal den Tee fertig machen. Denn Produktionsmittel, das ist in dem Fall die Zeitung, sollen auch kaputt gehen können. Falls die Eier zu penetrant tickt, ich habe hier auch noch einen Lärmschutzkopf dran. So, Fotofachmann. Epson Expression Photo HD XP Strich 15.000 bedruckt Fotopapier bis DIN A3 Plus. Vielleicht gleich noch während der Sendung einen Tee machen. Epson Expression Photo HD XP 15.000 bedruckt Fotopapier bis DIN A3 Plus. Der XP 15.000 von Epson bringt mit 6 Einzeltinten Bilder in hoher Qualität auf Fotopapier. Für 300 Euro bekommt man einen A3 Fotospezialisten, der sich zwischen den Expression Heimgeräten und den und Epsons teuren Shure Color Profi-Druckern einreiht. Okay. Viele Hobbyfotografen möchten ihre Bildkomposition nicht nur auf dem Smartphone-Display oder der Webseite herumzeigen, sondern auch standesgemäß auf gutem Fotopapier im Wohnzimmer präsentieren. Spätestens für eine Ausstellung brauchen Sie Qualitätsausdrucke, möglichst in größeren Formaten als das übliche DIN A4. Das trinkt ihr nicht mehr, weil ich einen Tee komme. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Canon und Epson bieten mit den Pixma Pro und Shure Color Serien professionelle Fotografieformate bis A3 Plus oder größer an. Doch muss man für die günstigsten Modelle 450 Euro und mehr hinblättern. Der Epson Expression Photo HD XP kostet nur 300 Euro und bedruckt ebenfalls A3 Plus Fotopapiere. Im Vergleich zu den ausladenden Profi-Druckern kommt er mit merklich weniger Stellfläche aus. Einige Komfortfunktionen, die den Shure Color Profi-Druckern fehlen, hat der XP 15.000 von dem Expression Premium Multifunktionsgerät geerbt. Die Papierablage fährt vor dem ersten Druck motorisiert aus dem Gehäuse und beim Abschalten auch wieder automatisch wieder hinein. Für A4-Papier schiebt sich die Ablage nur halb und erst beim Drucken von A3-Medien in voller Länge aus. Cool. Die von vorne zugängliche Papierkassette ist für A4 Normalpapier gedacht, dass das Epson-Gerät bei Bedarf automatisch beidseitig bedruckt.
Fotopapier bis zum A3 Plus Format stellt man hochkant in die hintere Papierzufuhr. Größeres Papier als A4 muss man zum Bedrucken der Rückseite von Hand zurück in die hintere Zufuhr stellen. Mit USB 2.0 Ethernet und WLAN ist der XP 15.000 schnittstellentechnisch gut ausgestattet. Im Netzwerk nimmt er Aufträge von PCs und Mobilgeräten entgegen und arbeitet mit Google Cloud und Epson Connect Token per E-Mail zusammen. Ein USB-Host-Port zum Drucken von USB-Sticks fehlt. Mit PixBridge-Kamera kommuniziert das Epson-Gerät nur via WLAN. PixBridge-Kamera. Okay, glaube ich auch nicht. Tinte. Der XP 15.000 druckt mit 6 Claria Foto HD Tinten. Außer Schwarz mit der Grundfarbe Cyan, Magenta und Gelb gibt es Rot und eine Grautinte. Letztere soll bei Schwarz-Weiß-Fotos die Wiedergabe von feinen Grauabstufungen verbessern. Bei Text- und Grafikdruck kommen sie nicht zum Einsatz. Die Claria Tinten enthalten, abgesehen von der Schwarztinte, keine festen Farbpigmente. Flüssige Farbstoffe, sogenannte Tinten, lassen sich besser mischen und erzeugen daher feinere Farbabstufungen. Mit Ausnahme des 450 Euro teuren Canon PIXMA Pro 100S, der ebenfalls mit Tinten arbeitet, verwendet die Profi-Fotodrucker von Canon und Epson Pigment-Tinten. Beim direkten Übereinanderdrucken würden sich die Pigmente gegenseitig abdecken. Mischfarben entstehen durch dicht nebeneinander gesetzte Farbpunkte. Um möglichst große Farbräume abzudecken, brauchen die Profis 8 bis 12 Einzeltinten. Andererseits decken Pigmenttinten besonders auf matten Papieren besser als Yui-Tinten und sind unempfindlicher gegen den UV-Anteil des Sonnenlichts. Die Claria-Tinten des XP 15.000 bleichen im Belichtertest auf Normalpapier sichtbar aus, nicht aber auf gutem Fotopapier. Epson Premium Glossy, dessen Gelschicht die empfindlichen Farben gut schützt. Billig druckt der XP 1500 nicht. Mit Normalpatronen, die Sondertinten Rot und Grau, gibt es nur in XL-Patronen. Die plus erfüllte Menge kostet eine Normfarbseite nach ISO blablabla 17,3 Cent. Rüstet man den Drucker nur mit XL-Patronen aus, sind es noch 14,7 Cent. Diese Seiten enthalten allerdings hauptsächlich Text- und farbige Geschäftsgrafiken. Beim vollflächigen Fotodruck liegt der Tintenpreis abhängig von Format und Motiv um ein Vielfaches höher. Druck. Anders als die Profi-Fotodrucker, die sich auch beim Textdruck Zeit lassen, liegt der XP 15.000 im blassen, aber gut lesbaren Entwurfsdruck mit 16,5 Seiten pro Minute ein flottes Tempo vor. Im schon ansehnlichen Standardmodus sind es noch knapp 10 Seiten. Unsere Testgrafik gelang dem Drucker sehr sauber mit neutralen Grauflächen. Nur geriet das Blau etwas zu hell. Zum direkten Bedrucken von
Geschichten, CD, DVD, Rolling, Liefer-Apps, eine Schablone und die Anwendung Print-CD mit. Fotos druckt der XP 15.000 auch auf Normalpapier randlos. Farben wirken hier etwas flau im dunklen Bereich, ließ nicht mehr wenige Details erkennen. Viel Normalpapier reizt sich wegen der feuchten Tinte deutlich. Allein Normalpapier sogar so stark, dass es jedes Mal zu einem Papierstau kam. Auf Fotopapier liefert das Epson-Modell dagegen bis zum Format A3 plus detailreiche, gut durchzeichnete Bilder mit stimmigen, nicht übertriebenen Farben ab. Kümmert sich der Drucker um das Farbmanagement, sollte man für neutrale Schwarz-Weiß-Fotos die Treibeinstellung auf Farbdruck lassen. In der Einstellung Schwarz-Weiß-Fotos fiel ein leichter Grünstich auf. Die Detailwiedergabe gefiel unabhängig von der Farbvorgabe. Überlässt man beim Fotodruck das Farbmanagement Photoshop stehen ICC-Profile für verschiedene Apps und Fotopapiere zur Verfügung, die beim Einrichten von Treiber und Software mit installiert werden. Auf Glossy und Semi-Glossy Fotopapier erhielten wir damit exzellente Ergebnisse sowohl bei Farb- als auch bei Schwarz-Weiß-Motiven. Nur auf matten Fotopapieren können die Glühtinten des XP nicht überzeugen. Farbbilder zeigen etwas flaue Farben, Schwarz-Weiß-Vorlage, einen Blaustich. Möchte man bestimmte Feinart-Papiere einsetzen, ist die Auswahl eingeschränkt. Hahnemühle liefert ICC-Profile nur für die professionellen Fotodrucker. Hier lohnt sich ein Profilierungsdienst. Farbenwerk bietet für seine Feinartpapiere dagegen passende ICC-Profile für den XP 15.000 an und erstellt ICC-Profile auch für andere Drucker-Papierkombinationen. Diese kosten je nach Genauigkeit zwischen 20 und 50 Euro.
Der Epson Expression Photo HD XP 15000 empfiehlt sich für Hobbyfotografen, gute Fotodrucke auch in Formaten jenseits von DIN A4 erstellen wollen, aber wenig Platz für größere Drucke haben. Auf Fotopapieren mit glänzender Oberfläche erstellt er Detail- und kontrastreiche Kunst, für matte Papiere taugt er weniger. Mit einer zweiten Papierkassette und automatischem Duplex-Druck bis A4 ersetzt der XP 15000 außerdem einen separaten Haushaltsdrucker für Briefe und Ähnliches. Gut. Ich werde mir nicht kaufen. Ja. Wir haben noch gut 30 Minuten auf der Eieruhr. Super Augen. Die Android Smartphones Samsung Galaxy S9 und S9 Plus im Test. Schicker Bürohelfer. Geht's um Computer? Scharf und schwer, Samsung Odyssey Minus Mixed Reality für anspruchsvolle Strombrett, Rundumreinigung, Außen mit Maus. Native Instruments spendiert den Complete Controller Keyboards 2 OLED Displays und verbessert so den Workflow. Vergessen Sie Passwörter. Filmen womit, das wollte ich vorlesen. Ist ein bisschen länger, der Artikel. Frage ist, mache ich jetzt einen Tee? Oder lese ich weiter? Ich glaube, ich lese heute Abend weiter. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Tschüss.